David Bates legte fraglos einen miserablen Start beim Hamburger SV hin. Trotz der unzureichenden Leistung und der Verpflichtung von Leo Lacroche macht Trainer Christian Titz dem Schotten Hoffnungen, auch in Zukunft auf Spielzeit zu kommen. Sommerneuzugang David Bates erwischte ohne Frage einen desolaten Start. Beim 0:3 gegen Holstein Kiel 0:3 hatte der Schotte einen rabenschwarzen Tag, wurde nach rund einer Stunde vom Spielfeld genommen. Klar steigern konnte sich der 21-Jährige im nachfolgenden Spiel beim SV Sandhausen, das der HSV mit 3:0 für sich entschied. David hat in der Vorbereitung vieles gut gemacht, hat Christian Titz im Kickerlob für Bates übrig. Der Trainer führt beifällig aus, wenn wir ihn nach dem einen Spiel gegen Kiel direkt fallen gelassen und in den Keller gehauen hätten, wäre das fatal gewesen. Er hat das Vertrauen mit seiner Leistung bestätigt. Und doch scheint offen, wer zukünftig neben dem gesetzten Rick van Drogelen verteidigen wird. Neues Gewinnspiel Folge at 90 Minuten. Geh auf Twitter und retweet diesen Tweet, um ein Bundesliga-Trikot deiner Wahl zu gewinnen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 24. August. Der Gewinner wird automatisch ermittelt und anschließend bekannt gegeben. twitter.com/mecker6ccg5kl 90 Minuten de at 90 Minuten. Der 13. August 2018. Vor kurzem gab der HSV die Ausleihe von Leo Lacroche bekannt. Der Schweizer wird um die Stelle neben Van Drongelen wetteifern und könnte am Samstag 18.30 Uhr im Pokal beim Oberligisten TUS Erntebrück erstmals im HSV-Trikot auf dem Platz stehen. Das Duell Bates-Lacroche zeigt auf, wie eng die Leistungsdichte im Hamburger Kader ist. Mitatsuya Iteo ist einer der Überflieger der vergangenen Saison nicht gesetzt und auch Pierre-Michel Lasogga, der in der 2. Bundesliga so viel verdient wie noch nie ein Profi zuvor, kam erst in Sandhausen von Beginn an zum Einsatz. Titz hat die Qual der Wahl. Um am Ende das Ziel Aufstieg in die Realität umsetzen zu können, braucht er diese aber auch.